Also Manhattan von Woody Allen hat es absolut verdient, unter den ersten 10 zu sein. Ich glaube nicht nur bei Frau Krings, sondern auch bei vielen Cineasten oder solchen Laien wie mir. Nämlich, weil es ein Klassiker ist. Das darf man, glaube ich, sagen, ohne dass man sich da jetzt als Profi-Cineast bezeichnen muss. Das Besondere ist natürlich sein liebevoller Blick in die Vergangenheit, sein Stehen in der Gegenwart und sein Blick in die Zukunft. Das ist so weitsichtig, so klug, wie er nach vorne schaut, so liebevoll, so warm, wie er nach hinten schaut. Und das Ganze natürlich, das ist der Aufmacher, ist die Gershwin-Musik, die Rhapsody in Blue und die Schwarz-Weiß-Bilder, wo man beim ersten Moment schon denkt, ja, das dürfte auf keinen Fall in Farbe sein, das muss schwarz-weiß sein, das würde sonst diese Musik nicht bewältigen. So rum ist es aber ein großes Gefühl auch für dieses Kino der 20er, 30er Jahre, was bis in die Gegenwart dann eben vermittelt wird. Gleichzeitig hat er diesen wahnsinnigen Blick in die Zukunft, dass er zum Beispiel ja seinen Job kündigt beim Fernsehen, weil er sagt, das ist ja alles zu trashig, und das war 1979. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was so ein Autor heute sagen würde. Ja, für mich selbst ist der Film natürlich wahnsinnig interessant gewesen, den nochmal zu gucken nach über 30 Jahren, denn damals war ich eine sehr junge Frau, war auf der Schauspielschule, und da war uns ja nur wichtig, was machen die Schauspieler, wie sind die von der Regie geführt, was ist mit der Liebe, wer ist mit wem und warum, also wirklich aus heutiger Sicht so ja auch ein bisschen oberflächlich betrachtet, natürlich außer dem beruflichen Aspekt für eine junge Schauspielerin. Und heute habe ich dann nur gesehen, also jetzt als ich ihn das zweite Mal schaute, diese Bilder verbunden mit der Musik, wie da ein Kunstwerk geschaffen wird, wie ein Regisseur eben viel mehr erzählt und viel mehr zeigt in einem Film als jetzt nur so Beziehungskram, wie uns das damals so wahnsinnig interessierte. Natürlich, es ist nur ein Teil des Bildes von Manhattan und von den Menschen damals in der New Yorker Zeit. Das Spannendere ist der Blick zurück, der Blick in der Gegenwart und der Blick nach vorn. Und für mich natürlich auch jetzt der Blick zurück vor über 30 Jahren zu der jungen Frau, die ich war und was ich damals alles nicht gesehen habe und nicht kapiert habe und heute sehe. Darüber freue ich mich. Das ist auch ein guter Grund, älter zu werden.